Dobrze zara, na jaki czas jedu w Ameryku, budusz dano. Wissen Sie, wie schön ein Morgen im Krieg sein kann? Vor dem Gefecht. Du schaust dich um und du weißt, es könnte dein letzter Morgen sein. Und die Welt ist so schön, so schön. Aus dem dokumentarischen Roman »Der Krieg hat kein weibliches Gesicht« von Svetlana Alexejewitsch. Alexander Grabanow ist Schriftsteller, Journalist, Dichter und Chefredakteur von Show, einer zweisprachigen Zeitschrift, die dem kulturellen Widerstand gewidmet ist und auf Ukrainisch und Russisch erscheint. Grabanow ist in der Ukraine geboren und aufgewachsen und lebt jetzt in Kiew. Er ist ethnischer Russe, fühlt sich aber voll und ganz als ukrainischer Staatsbürger. Ich möchte so gerne, dass das alles nicht wahr wäre. 5. Juni 2022, Sonntag. Wir sind in Kiew. Heute wurden wir wieder bombardiert und uns wurde von 4 Raketenangriffen in der Region Darnitsa berichtet. Und gestern hatte ich mit meinen Freunden ein gutes Treffen im Park. Seltenes Glück. Aber heute? Nun, vor dem Krieg kann man sich nicht verstecken. Er ist immer da. Sonntag, 23.07.2022. Wir sind in Kiew. Regen. Am frühen Morgen ertönten die Fliegeralarmsirenen und ich konnte lange nicht wieder einschlafen. Ich lag einfach da und hörte dieser verstörenden, traurigen und scheinbar endlosen Heulen-Stöhnen-Hymne zu. Hymne, zu der die Leute nicht nur aufstehen, sondern auch in Deckung gehen. Ich lag und lauschte. 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 Solange er noch hört, bis zum letzten Moment sagst du zu ihm, nein, nein, du kannst doch nicht sterben. Küsst ihn, umarmst ihn, nicht doch, nicht doch. Er ist schon tot. Die Augen starren an die Decke und ich flüstere noch immer auf ihn ein, beruhige ihn. Die Namen sind alle weg, die weiß ich nicht mehr. Aber die Gesichter sind alle noch da. Aus dem dokumentarischen Roman »Der Krieg hat kein weibliches Gesicht« von Svetlana Alexejewitsch. Svetlana Alexejewitsch, 1948 in der Ukraine geboren und in Belarus aufgewachsen, arbeitete als Reporterin. Über die Interviews, die sie dabei führte, fand sie zu einer eigenen literarischen Gattung, dem dokumentarischen Roman in Stimmen. Ihre Werke wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt und 2015 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur. Die Autorin hat Belarus vor mehr als einem Jahr verlassen. Aus dem Interview mit der Autorin für die Deutsche Welle vom 6. Januar dieses Jahres. Ich persönlich, das muss ich ehrlich gestehen, hatte nicht an mein Volk geglaubt. Mir schien es, die Leute würden nicht auf die Straße gehen. Als nach 3 Tagen der Schläge und Demütigen, nach Blendgranaten und Gummigeschossen, als nach 3 Tagen die ganze Welt erschütterten Frauen auf die Straße gingen, gefolgt von Hunderttausenden Menschen, da war ich überwältigt. Wir waren alle begeistert. Für uns war es ein Fest. Ein Fest der Entdeckung und Begeisterung. Eine Begeisterung über uns selbst. Doch dann haben wir natürlich Zeit verloren. Wir hätten die Straße so lange nicht verlassen sollen, bis Lukaschenko abgetreten wäre. Aber ich wollte kein Blut vergießen und ich wiederhole dies immer wieder. Andernfalls wären wir an einen Punkt gelangt, an dem wir kein moralisches Vorrecht mehr gehabt hätten. Damals obsiegten wir durch Weisheit und Gewaltfreiheit. Die Deutschen reden über das Leben. Und wir setzen uns an einen Tisch und reden nicht darüber, was wir gelesen haben, wo wir waren, in wen wir uns verliebt haben oder wen wir verlassen haben, sondern wir reden über Lukaschenko, über den Albtraum in unserem Land. Ich hätte nie gedacht, dass in den Straßen meiner Heimatstadt militärisches Gerät gegen uns auffahren würde. Dobrze zara, na jaki czas jedu w Ameryku. Будуж дано, не розприме лику. Будуж дано,
серце люблю, мій маленький, вже вмира з милости. 20. Februar diesen Jahres unterzeichneten russische Kunstschaffende einen offenen Brief mit einer Stellungnahme zum Krieg. Darunter die Übersetzerin Olga Waschawer. Seit mehreren Jahrzehnten schäme ich mich sehr für meine Heimat. Es ist kein momentaner Gefühlsausbruch. Es gibt sehr viele von uns, die sich schämen, aber für die Welt ist jetzt ganz Russland, die gesamte Bevölkerung Russlands, ein Aggressor. Und die einzige Möglichkeit, meinen Freunden in der Ukraine und der Welt zu sagen, dass ich gegen Krieg und Aggressionen bin, besteht darin, einen solchen Brief zu unterschreiben. Leider sind unsere Stimmen leise. Die Meinungsfreiheit in Russland ist jetzt im Keim erstickt. Und denn wie viele Jahre werden wir und unsere Kinder brauchen, um dieses Chaos aufzuräumen? Solange die Regierung nicht wechselt, gibt es keine Chance, diesen Wahnsinn zu stoppen. Mir scheint, dass die Welt alle Versuche aufgeben sollte, mit dieser Regierung zu verhandeln. Diese Regierung hat sich für immer diskreditiert. Es gibt Protokolle für Verhandlungen mit Terroristen, die Geiseln halten. Solche Protokolle müssen hier zur Anwendung kommen. Die Geschichte von Alona Benkowskaja, die nach zweiwöchiger Flucht am 6. März Köln erreichte. Alles begann am 24. Februar, als ich um 5 Uhr morgens von Explosionen erwachte. Gleichzeitig rief mich mein Mann an, der zu dieser Zeit bei der Arbeit war, und sagte mir, ich solle sofort unseren schlafenden Sohn ins Auto bringen und Kiew verlassen. Meine Freundin Alina ruft in diesen Sekunden auch an und wir beschließen, unverzüglich zusammenzupacken und abzureisen. Meine Freundinnen Alina und Natascha, mein Sohn Igor, ich und unsere schwangere Katze. Zuerst dachten wir, dass wir nur für ein paar Tage in die Nähe von Kiew fahren und dann zurückkehren würden. Aber als wir beim Vorbeifahren ein Kampfflugzeug in der Nähe abstürzen sahen, wurde uns klar, dass die Situation sehr ernst war. Und wir begannen darüber nachzudenken, wie wir das Land verlassen und in welche Richtung wir fahren sollten. Auf den Straßen herrschte Panik. Alle drei Fahrspuren aus Kiew heraus und zwei weitere auf der gegenüberliegenden Seite in Richtung Kiew waren voll mit Autos, die aus Kiew herausfuhren. Auf der verbleibenden Fahrspur fuhren Militärmaschinen in Richtung Kiew. Wir brauchten 14 Stunden, um nach Zhytomyr zu gelangen, das normalerweise nur 3 Stunden von Kiew entfernt ist. Erst spät in der Nacht kamen wir an und konnten dort bei Verwandten übernachten. Morgens um 6 Uhr wurden wir vom Dröhnen der Militärflugzeuge geweckt. Und in diesem Moment wurde mir klar, dass dies kein schrecklicher Traum war, sondern die Realität. Und dass ich das Leben meines Sohnes retten muss. Wir stiegen ins Auto und fuhren in Richtung der Grenzzone. Hey! Налидаю вей! Широкою козакидуть! Попереду Дорошенко! Попереду Дорошенко! Веде своє військо! Хорошенько, гей, новиною гей, широкою козаки йдуть. Anfang März 2022 lebt die Autorin Ludmila Ulitskaya in Berlin. Wie viele andere russische Kulturschaffende hat die 79-Jährige ihr Heimatland wegen des Ukraine-Krieges verlassen, ohne zu wissen, ob sie jemals zurückkehren kann. Mit ihrem analytischen Blick auf die Vergangenheit und die Gegenwart der russischen Gesellschaft ist Ulitskaya eine der schärfsten Kritikerinnen des heutigen Russlands. Ihre Romane und Erzählungen spiegeln die Tragödie des 20. Jahrhunderts, die Epoche der Gewaltherrschaft und des Genozids. Als eine der ersten hat Ulitskaya sich zu dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geäußert. Auszug aus dem Interview für die Deutsche Welle vom 1. April 2022. Es ist sehr wichtig, dass man hier im Westen begreift, dass die Haltung zum Krieg in Russland, in der Bevölkerung, keineswegs so einhellig ist,
wie das von der Regierung gerne dargestellt wird. Es gibt große Teile der Bevölkerung, einfache Menschen wie Bildungsschicht, die den Krieg verabscheuen und dagegen gerne auf die Straße gehen würden, wenn es nicht so gefährlich wäre. Welche Folgen hat der Krieg in der Ukraine für die russische Gesellschaft? Diese Folgen werden schrecklich sein, das ist klar. Ich befürchte, dieser Krieg wird mindestens für die nächsten 2 Generationen die Beziehungen zwischen unseren beiden Völkern vergiften. Vielleicht sogar länger. Es ist ein großes Trauma. Von der Wirtschaft rede ich jetzt gar nicht. Die Sache ist, beide Völker, Russen und Ukrainer, sind aufs Engste miteinander verbunden. Es gibt zahlreiche gemischte ukrainisch-russische Familien, Kinder mit gemischter Identität. Früher hat man in solchen Familien normalerweise Russisch gesprochen. Nun wird es umgekehrt sein. Russland, ob es will oder nicht, stärkt jetzt die Ukraine als politische Nation. Das ist auch ein Ergebnis dieses Krieges. Aus dem dokumentarischen Roman Zinkjunge von Svetlana Alexejewitsch. Über den Armeedienst kann ich mich nicht beklagen. Aber dann war immer wieder von einem begrenzten Gruppenkontingent in Afghanistan die Rede. Kein Politunterricht verging ohne die Information darüber, dass unsere Truppen die Heimatgrenzen zuverlässig schützen, dass sie dem befreundeten afghanischen Volk helfen. Wir wurden unruhig. Was, wenn sie uns in den Krieg schicken? Um den Soldaten die Angst zu nehmen, beschloss man, uns zu betrügen, wie mir jetzt erst klar geworden ist. Wir wurden zum Kommandeur des Truppenteils geholt. Jungs, wollt ihr neue Wagen übernehmen? Na klar, kam es wie aus einem Mund. Dann folgte, aber ihr müsst erst aufs Neuland und bei der Getreideernte helfen. Alle waren einverstanden. Im Flugzeug hörten wir dann ganz nebenbei von den Piloten, dass wir nach Taschkent fliegen. Auf einmal kam mir Zweifel, ob wir wirklich ins Neuland fliegen. Wir landeten in Taschkent, marschierten geschlossen zu einem stacheldrahtumzäunten Abschnitt am Flugplatz. Wir saßen und warteten. Die Kommandeure rannten nervös umher, flüsterten miteinander. Die Mittagszeit kam, dann wurde Wodka gebracht. Eine Kiste nach der anderen. In Marschordnung antreten. Wir traten an. Und uns wurde mitgeteilt, dass wir in wenigen Stunden in die Republik Afghanistan fliegen und dort, getreu dem geleisteten Fahrenheit, unsere Soldatenpflicht erfüllen werden. Da ging was los. Eine richtige Panik brach aus. Die einen waren wie gelähmt, die anderen tobten, heulten vor Wut über diesen miesen Betrug. Dafür hatten sie also den Wodka rangekarrt, um leichter mit uns fertig zu werden. Durch den Wodka völlig benebelt versuchten ein paar Leute zu fliehen oder legten sich mit den Offizieren an. Aber das Lager war von Soldaten anderer Einheiten umzingelt. Sie drängten uns zum Flugzeug und wir wurden wie Säcke in den leeren Eisenleib geschoben und geschmissen. So sind wir nach Afghanistan gekommen. Als meine Frau fragte, wie ist mein Mann nach Afghanistan gekommen, hat man ihr gesagt, er hat sich freiwillig gemeldet. Man hat uns nicht gesagt, was das für ein Krieg ist. Die Wahrheit darüber habe ich erst 8 Jahre später erfahren. Meine Freunde liegen unter der Erde. Sie wissen nicht, dass man sie betrogen hat. Manchmal beneide ich sie richtig. Sie werden es nie erfahren und können nicht mehr betrogen werden. Salam ist immer noch im belagerten Kharkiv. Vor kurzem erhielt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2022. Aus dem ukrainischen Schriftsteller, Dichter und Musiker ist seit dem russischen Überfall ein Beschützer Kharkivs geworden, der Zivilisten und Soldaten mit Wasser, Essen, Solarzellen und Autos beliefert, Kriegsopfern hilft und versucht,
mit Literatur und Musik den Menschen Mut zu geben. Ein Auszug aus dem Interview für den Spiegel vom 18.03.2022. Die Russen bombardieren die Stadt chaotisch und ununterbrochen, treffen Wohngebiete, Schlafzimmer, Schulen, Krankenhäuser und Kindergärten. Das Bombardement ist ständig zu spüren, das ist unsere Realität. Aber die Stadt hat keine Angst, sie lebt ihr Leben weiter. Dieses Leben findet jetzt eben nur unter dem Hagel von Raketen statt. Ich weiß nicht, wie dieser Krieg in Deutschland dargestellt wird, wie man ihn schildert, was man darüber sagt. Aber mehrmals habe ich schon westliche Politiker gesehen, die davon sprechen, die NATO werde sich nicht in den Ukraine-Konflikt einmischen. Also nicht in den Krieg, sondern Konflikt. Tatsächlich überrascht mich das nicht. In den vergangenen 8 Jahren seit der Annexion der Krim habe ich sehr häufig gesehen, wie Bürger Deutschlands, Frankreichs oder der Schweiz nach immer neuen Möglichkeiten gesucht haben, die Dinge nicht beim Namen zu nennen. Ich möchte ein paar Worte über die kollektive Verantwortung des Westens für all das sagen, was hier vor sich geht. Ihr habt zu lange und zu unverschämt mit den Tätern des Krieges verhandelt. Ihr habt zugelassen, dass die russische Propaganda euer Bewusstsein mit Lügen über ukrainische Nazis und den Bürgerkrieg in der Ukraine oder den gesellschaftlichen Konflikt überschwemmt hat. Ihr habt eine Mitverantwortung. Nach allem, was die Russen in Mariupol, Kharkiv und anderen ukrainischen Städten angerichtet haben, kann es meines Erachtens keinen Kompromiss mit dem heutigen Russland geben. Denn dies ist kein Krieg zwischen der russischen Armee und der ukrainischen Armee. Es ist ein Krieg zwischen der russischen Armee und dem ukrainischen Volk. Was hier geschieht, ist ein Völkermord. Die Russen dezimieren bewusst und systematisch die Zivilbevölkerung der Ukraine. Sie zerstören die Infrastruktur, bombardieren Schulen, Theater, Museen, Kirchen und Wohngebäude. Liebe Europäer, machen Sie sich keine Illusionen. Dies ist kein lokaler Konflikt, der morgen zu Ende sein wird. Dies ist der dritte Weltkrieg. Und die zivilisierte Welt hat kein Recht, diesen zu verlieren, wenn sie sich für zivilisiert und unabhängig hält. Ich begrüße euch recht herzlich hier im Kulturhof Fellbrück. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Irina Miller, Regisseurin vom Ensemble Integral und Nö-Theater aus Köln mit Schauspielern und Schauspielerinnen und Anastasia als Sängerin heute. Wir haben eine Ukraine-Benefizlesung, Worte als Spiegel. Vielleicht erzählt ihr zunächst ein bisschen, was euer Anliegen ist. Diese Lesung haben wir im März konzipiert. Der Krieg hat Ende Februar angefangen und die Idee, die Lesung zu machen, kam natürlich aus einer Ohnmacht, aber auch aus einem Drang, etwas zu tun, dagegen oder dafür, um auch Spenden zu sammeln für die Kriegsopfer. Aber mir als Regisseurin, die auch für Textauswahl verantwortlich war, war klar, dass ich unbedingt die Texte ukrainischer Autoren sowieso, aber auch Texte aus Belarus und aus oppositionellem Russland nehmen will. Weil sonst wäre das Bild nicht klar. Was für mich besonders erlösend war, war nach diesen schrecklichen Bildern, mit denen man konfrontiert war und diese Nachrichten, die sich überschlugen, war ich in so einer Ohnmacht gefangen und wusste gar nicht so recht, wie man helfen kann, was man tun sollte. Und als dann die Anfrage kam und sozusagen meine Fähigkeiten plötzlich gebraucht wurden,
kam ich persönlich einfach ein Stück weit aus dieser Ohnmacht raus. Ja, ich glaube, wir wollen auch mit dieser Lesung ein bisschen, wie Irina schon sagt, auch die oppositionellen Stimmen sprechen lassen, dass nicht wir ein einseitiges Bild vom Krieg zeichnen, sondern dass wir auch die russischen Autoren mit reinnehmen, die ja auch mitunter nicht alle zustimmen zu dem Angriffskrieg und was hier passiert. Wir wollten Belarus, was ja auch, da sind ja auch einige Sachen in den letzten Jahren passiert, die sehr viele Parallelen aufzeigen, und ich glaube, das war, ja, dass uns auch ein bisschen aufklärerisch betätigen und ein bisschen auch das Zeitgeschehen dort jenseits der Nachrichten oder abseits von den Nachrichten und das, was man immer so mitbekommt, künstlerisch auch ein bisschen darzustellen und zu zeigen. Und es ist ein bisschen so ein Gegenpol gegen die Schlagzeilen und Social Media Propaganda und Kurznachrichten, die da so ankommen. Es ist immer so sehr populistisch und es geht sehr raus. Und das sind einfach vernünftige Texte von sehr, sehr intelligenten Menschen, die sich viele Gedanken gemacht haben, bevor sie das geschrieben haben und nicht einfach wild in ihr Handy getippt haben. Для меня, как для Украинки, это очень важно, потому что тут рассказывается о реалиях. Für mich als Ukrainerin ist es sehr wichtig. Hier wird von Realien berichtet, die zurzeit in der Ukraine geschehen. Das ist kein Hollywood-Film. Es ist wirklich, der Krieg ist wirklich schlimm. Danke, dass ich diese Möglichkeit habe, hier und jetzt ukrainische Volkslieder zu singen und durch diese Lieder das Publikum mit der ukrainischen Kultur vertraut zu machen. Eine Frage habe ich noch. Also, wenn ich richtig informiert bin, lest ihr nicht nur aktuelle Texte, sondern auch klassische literarische Texte. Oder bin ich falsch informiert? Doch, richtig. Warum habt ihr die mit reingenommen? Also ich würde sagen, ja. Weil leider, die sind immer noch aktuell, obwohl in einem Text um Kiew 1918 zum Beispiel geht, aber das, was da beschrieben wird, passiert im heutigen Kiew. Und das ist tragisch, aber wir müssen auch uns erinnern, dass es schon mal war, und desto tragischer und desto fürchterlicher es ist. Da gibt es einen wunderschönen Satz in einem der Texte. Die Geschichte wiederholt sich in so traurigen Details. Und ich finde, das war sehr passend dann, ja. Das ist, also, wir haben das immer wieder. Und nicht nur dort, aber ja, wir dürfen das nicht vergessen.